Ja, Kalle, 2:0 Sieg im Testspiel gegen den FC Homburg. Bist du zufrieden heute mit dem Spiel? Ja, so das richtige, zufriedene Gefühl hat sich noch nie eingestellt. Dafür sind ein paar Dinge vorgefallen, in Anführungszeichen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir die Dinge einfach besser ausspielen müssen, wo ich halt nicht sehen will, was jeder Einzelne kann, sondern wo ich sehen will, was die Mannschaft kann. Und um Strich ist entscheidend, dass wir Tore machen. Und wir hätten heute 3, 4, 5 Tore mehr machen müssen, definitiv. Ich weiß auch, dass wir 1, 2 hätten kriegen können, aber schon ein Test mit viel Aufschluss für mich, weil die Nuancen kristallisieren sich gerade heraus, was die einzelnen Spieler betrifft. Was hast du dir heute konkret für das Spiel vorgenommen? In Halbzeit 1 war ja eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als in Halbzeit 2. War das auch so das Ziel, dass jeder mal zum Zug kommt? Ja, wir sind noch in der Phase, wo dann wirklich auch jeder die Chance haben soll, sich nicht nur 10 oder 15 Minuten zu zeigen, sondern auch wirklich 45 Minuten, wenn es geht. Ja, wir fahren jetzt morgen nach Luxemburg, haben dann nochmal ein Spiel. Deswegen muss man immer ein bisschen switchen. Man muss aufpassen, dass sich jetzt niemand verletzt. Das wäre ganz, ganz bitter. Zumindest nicht deswegen verletzt, weil er falsch dosiert wird von uns Trainern. Und deswegen war es halt schon wichtig. Ja? Es ist weiterhin wichtig, dass die Jungs sich kennenlernen, dass sie wissen, was wir auf dem Platz wollen. Und das sehe ich schon vernünftige Dinge. Aber Luft nach oben wird wahrscheinlich auch noch im August sein, wird nächstes Jahr im März sein. Gerade im Spiel bei eigenem Ball, im Herausspielen und im Ausspielen von Torschancen war heute ganz, ganz viel Luft nach oben. Es sind ja jetzt noch so 2 Positionen vakant, kann man sagen. Konntest du da auch neue Eindrücke gewinnen, ob da vielleicht noch ein Spieler hinzukommt zum aktuellen Kader? Mit Benno Mohr zum Beispiel? Ja, wir haben mit Benno Mohr und mit Marcel Schiller 2 heute noch einen Platz gehabt. Und der Marcel wird morgen noch mal eine Halbzeit bekommen, um sich zu zeigen, die jetzt bei uns, wie soll ich sagen, zur Probe, klingt doof, ja, aber die einfach zeigen sollen, was sie können. Und dann gucken wir, ob das für uns eine Option wird. Und da werden wir uns auch relativ zügig entscheiden, ob ja oder nein. Dafür sind die Spieler auch gut, aber das ist so der ganz große wichtige Punkt, sondern der wichtige Punkt ist wirklich, dass die Jungs, die bei uns unter Vertrag sind, dass die sich zeigen, dass die miteinander Fußball spielen, dass die Missverständnisse weniger werden und dass sie sich nach Toren freuen, dass sie sich nach Siegen freuen. Wenn wir im ersten Spiel gegen einen Aufsteiger hier spielen, dann will ich, wenn es 1-0 steht für uns, dass sie sich freuen, dass die Bank kommt. Und wenn das nämlich zur Gewohnheit wird, dass man Spiele gewinnt und niemand freut sich mehr, dann musst du anfangen, die Tür zuzuschließen. Und da habe ich ein ganz gutes Gefühl, was die Mannschaft betrifft. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und es wird ein paar Täler geben, völlig normal. Und wenn ich das hier sehe, die Leute sind da, die warten aber noch eine Stunde nach dem Spiel. Die wollen den Kontakt mit den Spielern, die wollen den Kontakt mit dem Trainerteam, finde ich gut. Und da finde ich, müssen wir was draus machen. Bei allen Dingen, die man im Fußball nicht vorhersagen kann. Aber ich bin absolut heiß, ja, und ich habe immer mehr Lust, wenn ich das hier alles sehe. Du hast eben gesagt schon, dir ist heiß. Wie wichtig ist dir die Bindung zwischen Fans und Mannschaft? Ja, das ist jetzt kein Spruch, das ist wirklich wichtig. Weil ich glaube, dass gerade in Situationen, wo es mal nicht so läuft, dass ich dann die Fangruppe unterscheiden kann. Ja, wenn es nie läuft, zu meckern, das machen alle. Wenn es läuft, zu feiern, machen auch alle. Aber dann, wenn es nicht läuft, dann können sich Fans von anderen unterscheiden. Ja? Ich weiß das nicht, wie die Fankultur hier in Elversberg ist, aber ich habe halt immer nur Gutes gehört von Kenneth Kronholm, von Milad Salem. War auch ein kleiner Punkt, der mich dazu bewogen hat, hier einfach den Job anzunehmen. Letzte Frage, es war ja heute auch ein wertvolles Benefitspiel. Wie würdest du das einordnen? Ja, das ist immer schön, wenn man so eine Sache mit einer sozialen Sache verbinden kann. Und dann sind wir glücklicherweise in der Lage, dann den einen oder anderen Euro dann diesem Jungen zu geben. Und ich glaube, wenn man dann solche Dinge sieht, und jetzt will ich nicht auf die Tränendrüse drücken, ja, aber dann ist es manchmal egal, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst. Also ich möchte meinen Unterschenkel nie verlieren. Dann würde ich lieber sagen, ich verliere eine komplette Halbserie, aber ich möchte meinen Unterschenkel nie verlieren. Und deswegen finde ich es einfach eine gute Sache, wenn man sowas verbinden kann, Sport und ein bisschen noch wissen, was sozial wirklich wichtig ist. Wir danken dir, wünschen dir einen coolen Kopf für die Saison. Vielen Dank. Ja, Gailleton, herzlich willkommen hier bei Elversberg, herzlich willkommen in der Kaiserlinde, in der Ursa-Farm Arena. Wie hat dein erstes Spiel dir gefallen, dein 2:0-Sieg gegen FC Homburg? Ja, das war in Ordnung alles. Wir haben, wie gesagt, 2:0 gewonnen, verdient, glaube ich, auch. Und ja, klar, war nicht alles perfekt, aber wir müssen uns erstmal finden, weil viele sind neu dabei und dann muss man dann die Automatismus noch arbeiten im Training und die nächste Zeit, ja, und es wird besser. Aber ich glaube, das war in Ordnung, gut. Der Platz ist perfekt, das Stadion ist schön und ich freue mich auf die neue Saison. Kannst du uns kurz erklären, wie dein Wechsel zustande kam? Wie kam das? Wir haben vor 2 Wochen die erste Kontakt gehabt. Ich bin dann hier vorbeigekommen mit meinem Berater und
Wir haben mit dem Trainer und der Zeit geredet. Die haben mir den Projekt gezeigt und wir haben viel geredet. Aber mit dem Trainer, er hat mir auch seine Philosophie erzählt und dann war ich. Ich hatte ein gutes Gefühl nach dem Gespräch und klar habe ich mir dann auch, ich habe es auch offen gesagt, dass ich mir noch der Zeit ein bisschen lässt, weil ich wollte in die zweite Liga bleiben. Leider hat es nicht gepasst, aber dann hat Elversberg alles dafür getan, dass ich mich hier gut fühle und wie gesagt, die ersten Eindrücke sind top und ja, der Elversberg gehört mit dem ganzen Stadion, Trainingsgelände, die gehören schon mindestens eine Liga höher. Ja. Du hast ja schon sehr hohes Fußballniveau erlebt, auch zweite Liga. Wie würdest du das Niveau in der Regionalliga beurteilen? Das ist eine gute. Der Niveau ist gut. Hein? Du hast eine gute Mannschaft dabei: Saarbrücken, Offenbach, Mannheim, Ulm. Viele Traditionsvereine, die da sind. Und ja, klar, das wird schwer. Ich habe schon in der Regionalliga vor 10 Jahren mit Siegen gespielt, auch hier. Und Leo. Und das wird nicht einfach sein. Und deswegen brauchen wir Qualität im Kader, um die ersten 2 Plätze zu schaffen. Und dann die Relegation, eventuell. Ja. Ein besonders schöner Punkt für dich ist bestimmt auch die Nähe zu Frankreich. War das auch mit ausschlaggebend für dich? Klar, am Ende zählt das auch. Ich kann jetzt wieder in Frankreich wohnen. Und weil wir in Großbly trainieren und ja, und die Nähe mit der Familie ist auch ein Bonus, muss man ganz klar sagen. Und ja, deswegen bin ich froh, da zu sein. Nicht nur wegen das, aber wegen dem Verein, wegen das Umfeld. Der Verein wächst und ich glaube, der Projekt, der ist interessant und der kann sehr spannend sein. Ja. Dann sage ich nur Bonne Chance für die neue Saison. Merci. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Ja, Johannes, herzlich willkommen in Elversberg. Wie geht's dir nach deinem ersten Einsatz für die SVE beim 2:0-Sieg gegen den FC Homburg? Vielen Dank erstmal. Ich denke, es war ganz ordentlich heute. Es hat Spaß gemacht. Ich fühle mich gut. Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das erste Spiel war okay. Läuft alles nach Plan soweit. Kannst du uns auch noch mal kurz beschreiben, wie dein Wechsel letztendlich zustande kam? Ja, es war so, dass ich bei Fortuna, dass es dort einfach nicht mehr so ganz gepasst hat und dass ich mich eben nach was Neuem gesehnt habe und gerne mal raus wollte und irgendwo nochmal angreifen wollte. Und dann kam der Kontakt zu Elversberg und ja, ich hatte dann hier Gespräche und habe mir alles angeguckt und es hat mich wirklich überzeugt und ich habe wirklich Lust drauf und so fiel mir der Schritt nicht so schwer. Mit welchen Ambitionen bist du genau gekommen? Ich meine, im Sturm ist die Auswahl echt extrem groß bei Elversberg. Ja, natürlich. Wir werden eine große Konkurrenz haben in der Mannschaft, aber das ist ja auch gut so. Das spricht für die Qualität der Mannschaft eben und das ist wichtig, um unsere internen Ziele eben der Mannschaft und des Vereins eben erfüllen zu können. Was sind so deine Ziele für die Saison? Natürlich ist immer so der Aufstieg gewisser Punkt, den man im Auge hat, aber was sind deine konkreten Ziele? Einfach nochmal mehr Spielpraxis auch zu bekommen, das ist wahrscheinlich einer der wichtigen Punkte, oder? Ja, selbstverständlich, deswegen bin ich hingekommen, um mich durchzusetzen und natürlich meine Spielzeiten zu haben und ein wichtiger Bestandteil eben der Mannschaft zu werden und ja, ich denke, dass dann eben das Ziel Aufstieg für die Mannschaft möglich sein könnte, ja. Das ist ja ein sehr schöner Familienverein, die SVE. Spürst du das jetzt auch hier in den letzten Minuten, wo ihr mit den Fans zusammen seid? Ja, das ist super. Das ist ähnlich, wie ich es in Köln auch schon vorgefunden hatte mit der Fortuna. Da waren es ähnliche Konstellationen und ich finde sowas immer gut und bin dann lieber so ein bisschen familiärer, aber wirklich ehrlich und direkt mit den Leuten hier und das gefällt mir ganz gut bisher. Wie gefällt dir das Saarland allgemein? Sind das bisher so die ersten Berührungspunkte mit dem Bundesland? Ja, bisher nur Testspiele oder eben auch Meisterschaftsspiele gegen Saarbrücken und Elversberg in der Vergangenheit. Aber vom Land an sich habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Bin jetzt ein bisschen rumgefahren, Saarbrücken, Frankreich und mir ein paar Wohnungen angeschaut und sowas. Das ist alles ein bisschen ländlicher. Das bin ich von meiner Heimat aus dem Westerwald gewohnt. Von daher werde ich auch damit hoffentlich klarkommen. Dann viel Erfolg hier beim Ankommen, gell? Dankeschön. Ciao. Ja, Lukas, Glückwunsch zum 2:0 Testspielsieg gegen den FC Homburg. Du hast heute das erste Tor im Stadion geschossen der Saison. Wie war das Spiel für dich?
Ja, ich denke, es sah schon relativ flüssig aus, was wir gemacht haben. Wir haben viel umgesetzt von dem, was wir im Training so besprochen haben, was wir so vorhaben an Spielidee. Klar sind noch ein paar Feinabstimmungen, die noch nicht ganz gepasst haben. Das müssen wir noch reinkriegen, aber im Großen und Ganzen war es ein ganz guter Test. Du hast ja in deiner Karriere schon einige Vorbereitungen mitgemacht. Jetzt in der Vorbereitung hast du fast jedes Spiel über die volle Distanz gemacht. Wie läuft die Vorbereitung bisher für dich, aber auch für die Mannschaft? Ja, eine Vorbereitung ist immer hart. Natürlich will man aber auch spielen, um sich gewisse Sicherheit in Praxis zu holen. Wir haben im Trainingslager, denke ich, gut gearbeitet, viel einstudiert, auch viele taktische Dinge. Trainer hat andere Ideen, als vielleicht letzte Saison war. Und da muss man sich als Spieler dran gewöhnen. Aber ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Die Mannschaft ist ja auch nochmal komplett neu, ganz anders als letzte Saison. Wie würdest du sie dieses Jahr einschätzen insgesamt? Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir haben natürlich qualitativ gute Spieler verloren und haben aber auch gute dazugeholt. Ich muss jetzt halt gucken, dass wir die schnellstmöglich integrieren. Und auf dem Platz sah das schon heute, fand ich, ziemlich gut aus. Wir haben den Ball gut laufen lassen und wenn wir so weiterspielen, dann denke ich, spielen wir eine gute Rolle in der Liga. Unabhängig von dem Trainingsaspekt hat das Spiel ja heute auch einen ganz besonderen Wert gehabt, ein Benefitspiel für Stefan Schmidt, der leider sein Bein verloren hat. Wie würdest du das heute beurteilen? Was war das für euch als Mannschaft auch wert heute? Ja, das ist natürlich eine tragische Geschichte, das kann jeder davon betroffen sein von sowas. Es ist natürlich hart für den Jungen und es tut einem natürlich auch selber leid, weil man weiß, man kann auch selber in so einer Situation sein. Und ja, deshalb denke ich, wenn man da was Gutes tun kann und wenn wir da ein Spiel veranstalten können, wo die Leute dann ein bisschen was spenden, ist das eine gute Sache. Du hast angesprochen, jetzt sind auch noch die ganzen Fans hier hinter uns. Wie sieht der Nachmittag jetzt noch aus? Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen unter das Volk mischen mit der Mannschaft. Ich denke, das gehört dazu. Ein bisschen ins Gespräch suchen mit den Leuten. Die drücken uns auch die ganze Saison die Daumen und dafür sind wir sehr dankbar und kann man auch mal ein bisschen was zurückgeben. Vielen Dank und alles Gute für die Saison. Okay? Dankeschön.